Die Schlager werden uns heute gegeben vom Zentralen Orchester der NVA. Das hat einen Grund. Am 30. Januar 2023 wurden dem Verteidigungsattaché bei der Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland, Sergei Tschuchow, zwei offene Briefe von zwei ehemaligen Generälen der Nationalen Volksarmee der DDR übergeben. Generalleutnant AD Manfred Grätz, ehemaliger stellvertretender Minister, und Generalmajor AD Sebald Daum. Beide stellen ihre Standpunkte zur aktuellen Kriegshysterie in Deutschland und der NATO dar. Beiden Briefen mangelt es weder an Klarheit noch an analytischer Schärfe. Beide reflektieren bewegende persönliche Erinnerungen an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Zunächst Generalleutnant AD Manfred Grätz. Deutsche Panzer gegen Russland. Aufruhr meines Gewissens. Es ist wieder soweit. Von ungezählten Menschen befürchtet, von einer geschichtsvergessenen oder die Geschichte arrogant missachtenden Minderheit, die sich berufen fühlt, unser Land zu regieren und in Vasallentreue dem transatlantischen Bündnispartner folgt, herbeigesehnt und gerätet, von einer einmalig gleichgeschalteten Medienlandschaft eifrig unterstützt und nunmehr vom Bundeskanzler offiziell verkündet, Panzer gen Osten ist beschlossene Sache. Bei vielen Menschen sträuben sich die Haare, werden ungute Erinnerungen wach. Auch bei mir, damals waren es noch kindliche Erinnerungen. Geboren 1935 bin oder war ich faktisch noch ein Kind des Zweiten Weltkrieges. Zu jung, um schon für den Waffengang des deutschen Faschismus missbraucht zu werden, aber alt genug, um zu verstehen, dass Krieg nur unermessliches Leid, Elend und menschenverachtende Vernichtung bedeutet. Ich verlor meinen Vater. Ein herzlos kalter Brief seines Kompaniechefs vermeldete, dass er offensichtlich in heldenhaften Abwehrkämpfen gegen den bolschewistischen Feind für Führer, Volk und Vaterland gefallen sei. Gelegentlich tauchen auch schlaglichtartig Erinnerungen auf, wie wir als halbwüchsige Jungen am Bahndamm saßen und die vielen Militärtransporte beobachteten, mit riesigen weißen Lettern beschriftet, Räder müssen rollen für den Sieg. Heute heißt es, deutsche Panzer Richtung Russland. Parallelen, Ähnlichkeiten sind wohl unschwer zu erkennen. Bombennächte, Fliegeralarm, das brennende Chemnitz unweit meines Dorfes vor Augen, all das trug dazu bei, dass ich schon als Kind den Krieg hassen lernte und den Frieden herbeisehnte. Das Ende des Krieges erlebte ich schließlich als Befreiung Deutschlands vom Faschismus durch die Sowjetarmee. Seit jenen Ereignissen sind nahezu 8 Jahrzehnte vergangen. Aus dem damals halbwüchsigen Jungen ist ein 88-Jähriger geworden, in ereignisreicher, geschichtsträchtiger Zeit ein erfülltes Leben hinter sich. 38 Dienstjahre für die Erhaltung des Friedens in unserer nationalen Volksarmee, davon 6 Jahre Studium in der Sowjetunion gehören dazu. Ich bekenne mich freimütig, ich liebe dieses Land, wohl wissend, dass das heutige Russland nicht mehr mit der Sowjetunion vergleichbar ist. Aber die Menschen, deren Väter und Großväter für ihr Vaterland gegen den deutschen Faschismus gekämpft und auch uns befreit haben, sind geblieben. Warmherzige, liebenswerte Menschen, Freunde. All das und noch viel mehr geht mir durch den Kopf vor dem Hintergrund all dessen, was sich gegenwärtig ereignet. Der Geist ist noch wach, auch nach 88 Jahren. Es ist eine ganze Gemengelage an Gefühlen und Empfindungen, die mich bewegt, dominiert von Wut und Enttäuschung. Wut kocht in mir hoch, wenn ich die völlig haltlose, einseitige Schuldzuweisung an Russland, in der Regel personell an Putin verfolgen muss, an Putin den Aggressor, Putin den Kriegsverbrecher, Putin ist an allem schuld, was gegenwärtig in der Welt passiert, vergessen oder bewusst verschwiegen die gesamte Vorgeschichte des Krieges in der Ukraine, vergessen der Wortbruch des Westens bezüglich der NATO-Osterweiterung, vergessen die Rede Putins vor dem Bundestag anno 2001, in der er die Hand ausstreckte, friedliche Zusammenarbeit anbot und dann mit Standing Ovations verabschiedet wurde. Vergessen auch die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, als er die NATO-Osterweiterung als Bedrohung russischer Sicherheitsinteressen ansprach. Wut kommt auf, wenn Frau Baerbock, immerhin Außenministerin unseres Landes und höchste Diplomatin, völlig ahnungslos und bar jeglichen diplomatischen Geschicks oder gar Anstands vom Leder zieht, wir werden Russland ruinieren.
Auf etwa der gleichen Ebene liegt das häufige Geschwätz über die Frage, ob wir denn nun schon Kriegspartei sind oder nicht, oft dabei den Anschein erwecken, zu suchen und auszuloten, ob wir denn nicht noch einen Schritt weitergehen dürfen oder nicht. Für mich brotlose Kunst. Längst sind die Fronten klar, wir sind mittendrin. Was sollte man denn sonst noch tun müssen, wenn man schon Panzer und andere schwere Waffen geliefert hat, mit dem hehren Ziel, Russland zu besiegen? Gefährlich auch, wenn Politiker und sogenannte Experten in Talkshows oder bei anderen Gelegenheiten über das Thema Eskalation, vielleicht mit Kernwaffen, mit kleinen taktischen zunächst, sinnieren, ahnungslos und leichtsinnig. Vergessen schon Hiroshima und Nagasaki, jene zwei japanischen Städte, die das Opfer des ersten Atombombenabwurfs auf bewohntes Territorium wurden, ohne jede militärische Notwendigkeit. Zu diesem Zeitpunkt war der Zweite Weltkrieg längst entschieden, in Europa wie auch in Fernost. Das waren bekanntlich nicht die Russen. Vergessen all das Leid und Elend, all die nach Zehntausenden zählenden Toten und die Jahrzehnte währenden Langzeitwirkungen, die diese nach heutigen Maßstäben zwei kleinen Kaliber bewirkten. Unvorstellbar und verantwortungslos ein solches Spiel mit dem Feuer in der Gegenwart, da sage ich als ehemaliger Militär all jenen, die an ein solches Abenteuer nur denken, Kriegsverbrechen. Apropos Kriegsverbrechen, spricht da noch jemand davon im Zusammenhang mit Hiroshima und Nagasaki? Vergessen, zu den Akten gelegt, das bis dato größte Kriegsverbrechen der Menschheitsgeschichte begangen von den USA. Nicht nur bedauerlich, sondern auch besorgniserregend finde ich, dass unsere in Regierungsverantwortung stehenden Politiker auch noch beratungsresistent sind. Ich denke hier dabei an die Tatsache, wie die Meinung erfahrener Militärs, Spezialisten ihres Berufes, mehr und mehr in den Hintergrund tritt, besser getreten wird, sie nicht mehr für die Öffentlichkeit wahrzunehmen ist. Muss es nicht bedenklich stimmen, wenn ein General Kujat, exzellenter Kenner der Materie oder auch besonders der NATO, seine beachtenswert realen Einschätzungen der Lage in einem Schweizer Journal unterbreiten muss, oder wenn sich ein General Watt, ehemaliger militärischer Berater von Frau Merkel, im Journal Emma von Alice Schwarzer äußert, nicht missverstehen, Respekt für Frau Schwarzer. Oder wenn sogar Generalstabschef der US-Armee, General Milley, für seine reale Einschätzung der Lage in der Ukraine von der Biden-Administration einen Rüffel einstecken musste und über seine Erkenntnisse der Mantel des Schweigens ausgebreitet wird. Von anderen Militärs, gar von ehemaligen aus der NVA, will ich hier gar nicht sprechen, die könnten ja die Russen gut kennen. Alles nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es bleibt dabei, mit deutscher Vasallentreue folgen wir getreu der auf die Weltherrschaft ausgerichteten Kriegspolitik der USA, unseres wichtigsten transatlantischen Verbündeten. Quo vadis Deutschland, frage ich mich da. Oder, um es mit Heinrich Heine zu sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht, so werde ich um den Schlaf gebracht. Noch ein Wort an alle Mitglieder und Sympathisanten unseres Verbandes, an meine Genossen und Freunde. Erhebt eure Stimme, versteckt euch nicht, schreibt in welcher Form und in welchem Medium auch immer und vergesst Name und Dienstgrad nicht. Sucht und findet unsere Verbündeten, besucht auch deren Veranstaltungen. Gemeinsam sind wir stärker. Geht mit auf die Straße, sofern ihr noch rüstig und mobil seid. Redet mit den Leuten, trotz unterschiedlicher Interessen, die dort vertreten sind. Krieg will von den Demonstranten keiner. All das sagt mir mein Gewissen. Bitte prüft auch das eure. Brief 2. Protest gegen die weitere Unterstützung der Ukraine mit Panzern und anderem schweren Kriegsgerät durch Deutschland von Sebald Daum, Generalmajor AD. Mit der Entscheidung des Bundeskanzlers der BRD, Herrn Scholz und seiner Regierung, nun doch der Ukraine 14 Leopard 2 Panzer zu liefern und den anderen Ländern der NATO es zu gestatten, auch diese Leopard Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen, tritt Deutschland in eine neue Phase der Kriegsbeteiligung gegen Russland ein und verwirklicht so die Aussage seiner Außenministerin, im Krieg mit Russland zu stehen. Mit dieser Entscheidung verlängert Deutschland nicht nur das Sterben in der Ukraine, sondern wird Kriegspartei. Gleichzeitig wird Russland immer mehr zum Feind des deutschen Volkes aufgebaut. Und man zerstört endgültig all das, was einmal wichtig war in den freundschaftlichen Beziehungen zu Russland, insbesondere im Osten sowie in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Ich möchte deshalb nur an einige wichtige Fakten erinnern. Dass die Sowjetunion den größten Anteil an der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus hat, mit über 27 Millionen Toten. Dass nach 1945 die Rote Armee
und das sowjetische Volk nicht Gleiches mit Gleichen vergolten und Deutschland mit Hass überzogen haben, wie es zurzeit schon wieder in Deutschland gegen Russland getan wird. Dass die Sowjetunion und Russland entscheidend waren für die Wiedervereinigung Deutschlands, denn ohne ihre Zustimmung hätte es kein einig deutsches Vaterland gegeben. Dass Russland seine Besatzungstruppen freiwillig im guten Glauben an gute nachbarliche Beziehungen abgezogen hat, während die amerikanischen Besatzungstruppen weiter im Lande sind. Dass Russland zugestimmt hat, dass Deutschland nicht neutral, sondern in der NATO bleiben darf. Dass nicht Russland an die Grenzen Deutschlands oder der EU herangerückt ist, sondern die NATO-Truppen heute an den Grenzen Russlands stehen. Und letztlich sei daran erinnert, dass es die USA und die NATO waren, die 2014 in der Ukraine einen Staatsstreich organisiert, den gewählten Präsidenten außer Landes vertrieben und die Ukraine militärisch aufgerüstet und gegen Russland in Stellung gebracht haben, damit sie 8 Jahre Krieg gegen das eigene Volk führen konnte und geführt hat. Hat man das alles vergessen? Ist das jetzt der Dank für all das, was die Sowjetunion und Russland für Deutschland getan haben? Oder sind wir schon wieder so weit, ein drittes Mal gegen Russland in den Krieg zu ziehen? Sollen deutsche Panzer Leopard wie einst deutsche Tiger gegen Russland rollen? Hat man die Ergebnisse von Stalingrad und Kursk so schnell vergessen oder will man diese Niederlagen revidieren? Nie wieder Krieg galt in Deutschland als ungeschriebenes Gesetz. Nie wieder darf in Deutschland deshalb Hass und Kriegsgeschrei gegen Russland die Oberhand gewinnen. Nie wieder darf ein »Wollt ihr den totalen Krieg«-Geschrei uns gegen die Völker Russlands aufhetzen. Deshalb erhebe ich meine Stimme zum Protest gegen diese Lieferung von Panzern und anderem schweren Kriegsgerät durch Deutschland, die für die Verlängerung des Krieges und des Mordens in der Ukraine stehen. Mögen die Stimmen der Vernunft die Oberhand gewinnen und mögen unzählige in diesem Sinne mithelfen, den Krieg zu verhindern. Eine Audiodatei, Sonntag, 5. Februar 2023 und Generalmajor AD Sebald Daum in einem kurzen Interviewfragment im weiteren Verlauf. Bis dahin durch die Fakten. Der oberste Gerichtshof in Brasilien hat eine Untersuchung gegen einen Senator eingeleitet, der von einem konspirativen Treffen in Anwesenheit von Ex-Präsident Bolsonaro berichtet hat, um diesen trotz Wahlniederlage im Amt zu halten. In Italien mehren sich die Protestaktionen für die Freilassung des hungerstreikenden Anarchisten Alfredo Cospito. Einige hundert Personen versammelten sich gestern vor dem Mailänder Gefängnis Opera, in dem der zu einer lebenslangen Haft verurteilte Anarchist inhaftiert ist. Cospito verbüßt seine Haftstrafe unter anderem für einen Bombenanschlag. Tausende Menschen in Israel haben wiederholt am Sonnabend gegen eine umstrittene Justizreform im Land protestiert. Präsidentschaftswahlen finden in Zypern statt. Wie britische Medien in dieser Woche berichteten, dürfen Chöre die inoffizielle walisische Rugby-Hymne beim kommenden Six Nations-Turnier nicht mehr singen. Grund für das Verbot ist der Text, in dem ein Mann seine untreue Partnerin Delilah mit einem Messer angreift. Na, dann machen wir das. Ein weiteres Mal wird uns gelehrt, lernen mit Schlager. Viele Schlager umweht die Aura des Sozialkunde-Aufsatzes. Auch Delilah von Tom Jones, da gab es Dresche. Nach Deutschland Meldungen dieser Art liest man immer häufiger. Der Münchner Merkur berichtet, die Traditionsbrauerei Bachmeier gibt auf. Sie stellt ihren Betrieb ein. Grund die Rohstoffpreise für Malz und Hopfen und die gestiegenen Energiekosten. Die Brauerei gab es seit 176 Jahren. Wie wird das enden? Oettinger für alle. Es eiert der WDR. Ebenfalls der Münchner Merkur berichtet, der WDR wusste wohl mehr von Luis Klamroths Liebe zu Luisa Neubauer. Klamroth ist der Moderator, der Neue des Krawallformats Hart aber fair. Luisa Neubauer, Klimaaktivistin. Eben diese Luisa Neubauer formuliert eine Radikalisierung des Nichthandelns. Der Münchner Merkur fragt, radikalisiert sich die Klimaaktivisten-Szene? Neubauer formuliert gegenüber der deutschen Presseagentur. Die letzte Generation sammelte laut einem Medienbericht haufenweise persönliche Daten von Unterstützern und machte sie nun online zugänglich. Es berichtet der Spiegel. Er beruft sich auf die Welt am Sonntag. Finden kann man nun Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Wohnorte. Generalbundesanwalt Peter Frank warnt vor der Gewaltbereitschaft größerer Teile. Was unklar bleibt,
der Reichsbürger Szene. Der Tagesspiegel berichtet, der deutsche Justizminister Marco Buschmann meint, die Arbeiten am neuen Selbstbestimmungsgesetz sind weitgehend abgeschlossen. Hier geht es darum, dass man sich ein neues Geschlecht zuordnen kann. Der Nordkurier berichtet, PCK Schwedt ist derzeit lediglich zu 60% ausgelastet. Tankstellen in Brandenburg, Berlin werden traditionell mit dem Kraftstoff aus Schwedt versorgt. Negative Auswirkungen auf Benzinpreise werden erwartet. Zitiert wird Ralf Scheirer, Sprecher der Geschäftsführer der PCK. Zitat: Unter den gegebenen Umständen haben wir die große Herausforderung, ohne russische Lieferungen und mit neuen alternativen Ölen die Raffinerie zu betreiben und die Region mit Kraftstoffen und Wärme zu versorgen, sehr gut gemeistert. Der Berliner Kurier berichtet, deutsche Ermittler melden sich zu gesprengten Ostsee-Pipelines zu Wort. Anfangs wurde Russland verdächtigt. Generalbundesanwalt Peter Frank gibt jetzt zu Protokoll, die deutschen Ermittler haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Belege dafür, dass Russland hinter den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 steckt. Die Ermittlungen dauern an, erklärte er der Welt am Sonntag. Eine Röhre ist noch Jans. Was soll der ganze Eiertanz? Macht Nord Stream 2 auf. Eher zu macht die Tafel in Halle. Es gibt zu wenig Spenden, es gibt zu wenig Mitarbeiter. Die Tafel verhängt einen Aufnahmestopp. Hunger in Halle. Bevor es in die Ukraine geht, noch zwei internationale Meldungen. Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause hat gestern in Linz wieder der Burschenbundball stattgefunden und damit auch die Demonstration des Bündnisses Linz gegen Rechts, das die Veranstaltung als rechtsextrem kritisiert, es berichtet der ORF. In Warschau, so berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wurde der höchste Wolkenkratzer in der Europäischen Union fertiggestellt. Warso, abgeleitet von Varsovia, dem lateinischen Wort für Warschau, heißt der Turm. 310 Meter ist er hoch. Das höchste Gebäude in der Europäischen Union, die höchsten Wolkenkratzer Europas, stehen in Moskau und St. Petersburg. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina hat sich das chinesische Außenministerium verärgert über die USA geäußert. Trümmerteile wurden geborgen. Republikaner kritisierten Biden, er habe zu spät gehandelt. Der demokratische Abgeordnete Smith aus dem Bundesstaat Washington formuliert, man müsse China abschrecken, ohne tatsächlich einen Krieg mit China zu beginnen. US-Außenminister Blinken betont, die Gesprächskanäle nach Peking offen zu halten. China reagierte mit scharfer Kritik. Man behalte sich das Recht auf weitere notwendige Reaktionen vor. Nun wurde über Südamerika ein zweiter, mutmaßlich chinesischer Ballon gesichtet. Februar 2023, 3 Termine. Für Dresden spricht Uwe Steimler. Am 13. Februar wird es hier in Dresden wieder, Gott sei Dank muss man sagen, eine Gedenkveranstaltung geben, denn der 13. Februar gehört zur DNA von Dresden. Dort endet etwas, was mit Kriegen begann, und daran ist zu erinnern. Amigo, amigo home. Von Rammstein bis Rom singen wir. Amigo. Für München spricht Dieter Dehn. Am 18. Februar ist dann wieder Gelegenheit, dieses Lied zu singen. Dort tagt in München die sogenannte Sicherheitskonferenz, die in Wahrheit eine Unsicherheitskonferenz ist. Und dort muss demonstriert werden für Abrüstung und gegen die NATO. In München auf der Sicherheitskonferenz hat Zelensky diesen Krieg mit vorbereiten geholfen, indem er dort aufgerufen hat, auf den Trümmern und den Leichen der Menschen im Donbass, in diesen sogenannten Volksrepubliken, Selfies zu machen. Die Russen wurden immer weiter gereizt. Dann hat er dort verkündet, auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz, dass er Atomraketen in der Ukraine installieren möchte. Der neueste Typus ist Dark Eagle. Das ist eine Atomrakete, die in 90 Sekunden von der Ukraine in Moskau wäre. Das ist das, von dem die NATO immer träumt, mit der Erstschlagsdrohung Zugriff auf das russische Öl, das russische Gas, die russische Ökonomie zu bekommen. Deswegen heißt es auch in Rammstein und in Büschel und anderswo, Ami go home. Für Rammstein ruft auf, unsere Exilregierung, mit der wir Deutschen endlich etwas Eigenes haben. Kollerie, du dödel du. Die du dödel die. Ralf T. Niemeyer. Dieses Jahr wichtiger denn je. Rammstein, 26. Februar ab 12 Uhr. Rammstein schließen. Senden wir den Amerikanern ein klares Zeichen, dass wir ihre Kriege nicht mehr mitmachen. Bitte kommt. 3 Termine im Februar. Nicht verpassen.
Und folgt man Ralf T. Niemeyer auf Telegram, dann findet man auch die liebe Ex Sarah Wagenknecht. Hier ein aktueller Aufsager. Die Sprachpolizei hat mal wieder zugeschlagen. Habt ihr es mitgekriegt? Ja, diesmal trifft es den Begriff Mumie. Mumie soll man nicht mehr sagen. Zumindest einige Museen haben angekündigt, sich doch jetzt von diesem diskriminierenden Begriff zu verabschieden. Wir sollen sagen, mumifizierte Person, weil immerhin, es sind ja mal Menschen gewesen. Ja, so ist unsere Welt. Kriege führen, Panzer liefern, aber um Gottes Willen nicht die Gefühle von Mumien verletzen. Und das in Zeiten, in denen es Gebiete in Europa gibt, in denen man mit dem Beerdigen nicht mehr nachkommt. Von den Leichenwagen in der Nähe der ungarischen Grenze haben wir ja berichtet. Das Handelsblatt berichtet, Deutschland genehmigt die Lieferung von Leopard 1 Panzern. Gezählt werden 88 Leopard 1 Panzer, die geliefert werden. Eine brisante Zahl. Zufall? Die Russen sind ja wissend eine der Wissenden. Margarita Simonyan von Russia Today, Chefredakteurin, kommend aus Krasnodar, lebte während ihrer 10. Klasse im US-Bundesstaat New Hampshire. Ihr russisches schulisches Niveau war so hoch gewesen, dass man sie an der Highschool sofort um 2 Noten besser bewertet habe. Die Erfahrungen in den USA hätten ihre vom Fernsehen vermittelten Illusionen über den American Way of Life zerstört. Letzte positive Einstellungen gegenüber dem Land habe sie 1999 nach der Bombardierung Belgrads aufgegeben. Aber sie war auch mal Amerika-Fan und hat die Unabhängigkeitserklärung auswendig gelernt. Das habe ich nie. Bei mir war die endgültige rote Linie mit den Foltereien in Abu Ghraib erreicht. Da war ich Mitte 30, Simonyan 20. Wow, meine Verbeugung. Im russischen Fernsehen warnte sie nun vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie ging auf den Mitteldeutschen Rundfunk ein. Dieser publizierte, die Mehrheit der Hörer im Osten sind gegen die Lieferungen von Panzern nach Russland. Zitate, im Gegensatz zu seiner korrumpierten Elite verfügt das deutsche Volk noch über ein historisches Gedächtnis und über ein funktionierendes Gewissen. Etwas anderes ist es, dass wie Experten scherzen, nicht mehr so viele Deutsche übrig geblieben sind. In Ostdeutschland leben Deutsche, in Westdeutschland mehrheitlich deutschsprachige Amerikaner. Die Mentalität ist bei letzteren verändert worden. Die Deutschen aber, die Deutsche geblieben sind, denen ist es übel angesichts der Panzerlieferungen. Sie fragt, muss daran erinnert werden, welche Verbrechen wir euch verziehen haben. Sie fragt, wie sollen wir hiernach noch mit euch leben? Habt ihr wieder die Illusion, dass ihr uns ausrotten könnt, wie Hitler es geplant hatte? Hitler hat es nicht geschafft, niemand hat es bisher geschafft und ihr werdet es wieder nicht schaffen, uns zu vernichten. Also, wie sollen wir nach all dem mit euch noch auf einem Planeten, auf einem Kontinent leben? Ich weiß es nicht. Margarita Simonyan von Russia Today, sie steht auf der Sanktionsliste. Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine, muss mit ihrer Bildung zu tun haben. Mit Bildung haben wir es im Westen nicht so. Der eingangs publizierte Generalmajor AD Sibald Daum gab Russia Today ein Interview. Es kam die Frage zu seiner Meinung, wie es weitergehen werde in der Ukraine. Für die Perspektive sehe ich eigentlich nur die Lösung, also nochmal Gespräche zu führen, die am Ende nichts anderes bringen wie das Ergebnis von Minsk II, ist sinnlos. Ich hoffe, dass der Präsident der Russischen Föderation das macht, was er gesagt hat, er wird diesen Fehler nicht wiederholen. Und es gilt jetzt in der zweiten Phase, solche Bedingungen zu schaffen, damit die an den Tisch gezwungen werden, über das zu reden, was mal angedacht war, ohne Hintergründe. Das kann militärisch gelöst werden, aber gleichzeitig dann sicherlich mit politischen Gesprächen. Aber unter Beachtung dessen, dass es dann nicht wieder um eine Hinhaltetaktik geht und damit der Krieg verlängert wird. Es ist nur meine Hoffnung, dass das Sterben aufhört. Aber, und dazu muss ich sagen, nicht in dem Sinne, wie es die Amerikaner möchten. Dass dann die Ukraine trotzdem in die NATO geht und die Sicherheit Russlands dabei gefährdet bleibt. Das ist die entscheidende Frage. Wenn das gewährleistet wird, dann wird der Krieg auch schnell zu Ende sein. 63 russische Soldaten sind aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Frankreichs Präsident Macron rief bei Wladimir Putin an, auf Ersuchen vom ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ein Dialog soll aufrechterhalten werden. Ein Vertreter von Zelensky meint, Moskau wäre ein legitimes militärisches Ziel der Ukraine. Na voran. Ein Berliner Autohändler bittet das russische Volk um Vergebung. Zitat, unsere Regierung dient den USA, nicht uns. Ernst Quinke heißt der Mann.
Russland meldet den Abschuss von 13 ukrainischen Drohnen. Generalbundesanwalt Peter Frank hat sich für eine strafrechtliche Aufarbeitung des Ukraine-Kriegs auf internationaler Ebene ausgesprochen. Wenn es ergebnisoffen geschieht, gerne. Die ARD berichtet, Zelensky bewertet die Lage an der Front als schwierig. Von Westen Schnee, zum Osten schön. Die nächste Woche wird sonnig. Machado, Alternative Music.